Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier aus Thüringen. Aktuell machen wir noch Restarbeiten von Feld Nummer 19 fertig, düngen. Und dann werden wir schauen, was wir in den nächsten Aufgaben, ja, mal schauen. Schauen wir mal Gras mähen und dann entsprechend so sieht die Lage bei allen pressen. So, viel Spaß mit Kollege, was soll man sagen, was er machen möchte? Ja, ich werde wieder weiter düngen. Ein paar Missionen sind ja noch da. Und wieder etwas Holz abbauen. Ja, das werde ich auch noch machen müssen nebenbei, aber erstmal muss ich sehen, dass ich mal die ersten Ballen gepresst kriege. Oder zumindest gemäht. Ich habe mir Wiese 61 gekauft. Ne, 61 nicht. Die Wiese war wie im Hof, genau. Eine kleine Wiese an sich. Und ich schaue gerade, ob ich Feld 19 gleich fertig kriege. Normalerweise ist er fast durch, deswegen bleibe ich hier und zum Glück geht Grasmähen auch bei Regen, also ja. Blöd ist nur, wenn es zum Heu machen ist, das ist ungünstig. Leider fehlt mir das Geld noch für Heutrocknung, das dauert noch ein bisschen. Aber Silageballen kann man ja locker schon fertig machen. So, schicken wir den Richtung, das wird nicht gehen. Wir haben zu Feld 19 zwar einen Kurs hingemacht, aber keinen Kurs weg. Und den Kurs weg werden wir jetzt erledigen. Wir fahren mal ganz kurz zum Wegpunkt hin und fahren dann entsprechend eine Strecke zurück zur Straße. Zur Hauptstraße. Aber erst kassieren wir das Geld ein hier, bevor das Geld weg ist. Durch Inflation. Aber die Mission wird weniger, ne? Ja. Man war schön fleißig. Da haben wir beide gut verdient. Was habe ich jetzt verdient? Wir gucken mal eine Liste rein. Statistik sagt ja alles. Das ist das Geld. Also heute habe ich gegeben Landkauf 167.000, verkauftes Holz 247.000, Lohndienstumsatz 111. Und gestern war es 942. Also zusammen nicht ganz 200.000 verdient. Und Schulden fast 1 Million. Aber wie gesagt, wir müssen noch Felder kaufen, damit wir das mehr beeinflussen können, was wir auch entsprechend was ernten können. Zum einen brauchen wir Stroh für die Kühe, zum anderen können wir das Getreide ja gewinnbringend verkaufen. So, gleich machen wir Feld 19 einen Kurs weiterführen Richtung ja, Straße. Pauschal, ne? Der Weg zurück ist zu eng, da wir mal nicht fahren können. Wir zeichnen mal wir entsprechend wieder auf und fahren Richtung zu unserem Hof 3. Aber wir werden mal den Feldweg hier folgen und dann bei Gelegenheit auch entsprechend die nächsten Felder anschließen. Mal sehen, wo uns der Feldweg führt. Aber die Wege sollen ja meistens so gestaltet sein, dass man da im Großen und Ganzen ein Anfang und Ende bekommt. Also im Grunde zurück zur Hauptstraße. Und da kann man entsprechend in zwei Richtungen anschließen, einmal rechts und einmal links. Und dann kann jeder für sich den besten Kurs oder Wegstrecke alleine aussuchen. Das macht dann Autodrive alleine. Ich fahre mal gut Glück mal nach links. Mal sehen, wo ich hinkomme. Da ist ein hier ist Wald, ne? Hier können wir Holz machen hier. Hier ist gutes Holz. Schön gerade gewachsen. Ja,
Holz gibt es ohne Ende. Ist hier in Thüringen. Wenn wir noch ein paar Wochen hierbei sind, ist das Holz weg. Ja. Dann ist nichts mehr da. Da müsst ihr wieder was einpflanzen. Ja. Wie gesagt, es kommt ja die Zeiten her, wo wir Langeweile haben, weil im Winter ist ja meistens fast nichts anderes möglich, außer Holz machen und ja, Tiere versorgen, Tiere kaufen, Tiere verkaufen, Milch verkaufen, ne? Das machen wir nicht alles nachher im Winter. So, ich näher mir jetzt schon wieder der Hauptstraße, das ist gut. Und das werde ich den Kurs auch jetzt auch so anschließen, einmal nach links, Richtung Hof 3 und an sich auch Richtung Hof 5. Geht er da vorbei und nach rechts über den Umweg über den Getreidehändler. Wenn wir zuerst nach rechts anschließen, das heißt, nach rechts heißt im Prinzip, wir müssen nach rechts fahren und dann gucken, wo der rote Strich sich anschließt. Also die Richtung passt schon mal. Und ich habe es hier automatisch gemacht. Und schon ist er angeschlossen. Aufnahme ist beendet. Jetzt fahren wir mal ganz kurz zurück zum Ursprung, wo wir herkommen sind. Und machen dann den Kurs anschlussmäßig nach links. So hat Autodrive die Auswahl, was halt besser ist. So muss er keinen großen Umweg fahren. Dann nur einen kleinen. Hier in Thüringen sind die Straßen allgemein ein bisschen klein und schmal. Da muss man ein bisschen drauf gucken, dass wir da möglichst wenig Gegenverkehr haben. So, so passt das schon. Soweit. Man sollte mal darauf achten, dass der Strich mal in die Richtung geht, damit wir den Pfeil nicht zurückfahren müssen. So. So sieht im Prinzip leicht nach links anschließen wollen. Und zwar auf dem linken, also immer auf der rechten Seite im Prinzip. Und gut. Jetzt machen wir wieder beenden. Und er geht automatisch im Kurs hin. Passt. Ende. Jetzt können wir rein theoretisch. Er hat keinen Hof 3 gefunden, wieso nicht? Oder muss er erst berechnen? Wir fahren mal den Weg mal lang und gucken, was los ist. Vielleicht haben wir auch keinen Kurs nach rechts angeschlossen. Von der Straße. Das kann natürlich sein. Ich weiß, die alte Audrey-Version musste immer den Kurs berechnen erst. Das heißt, die Strecken, die man neu machte, hat er erst erkannt nach Berechnung. Und die Berechnung hat viel Ressourcen geschluckt. Und das könnte auch hier der Grund sein, warum er hier nebenbei ein bisschen stark einbricht im Spiel. Weiß ich aber nicht genau, weil die neue Version ist ja ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das ist noch nicht angeschlossen. Das werden wir gleich tun. Und zwar Richtung rechts, Richtung Hof 3 und Hof 5. So. Aufzeichnen. Immer so fahren, dass man denkt, aha, wir haben noch einen richtigen großen Hänger hinten dran. Und dann ist es ein Vorteil, wenn man da ein bisschen mehr ausholt. So. Und jetzt haben wir das auch hier geschafft. Und im Grunde mal gucken, ob wir richtig anschließen. Das geht. Und jetzt findet auch Hof 3. Wetten das? Jups. Jetzt können wir mal die Fahrt genießen. Oh, wie schön. Man kann auch die grünen Pfeile zur Straße setzen, aber das macht sich oben besser, wenn man da besser einstellen kann. So, was wollte ich machen jetzt? Achso, Gras mähen wollte ich.
Jetzt kannst du Feld 19 auch schon mal anfahren. Dann kriegen wir so langsam aber sicher ein paar Bereiche angeschlossen. Das ist sehr gut. Wir haben nämlich viele Felder und viele Ecken und Kanten, wo man im Prinzip weit fahren muss, ne? So angekommen sind wir auch schon. Da können wir enden. Und hier im Hof 3 habe ich eine Einbahnstraße reingebaut. Da Blattweg kein Platz ist und solange uns die Felder rechtlich gehören, die großen, können wir da auch keine Straßen aufzeichnen und malen. Also deswegen nur Richtung Hof, Feld 3 und raus geht's oben über die den Feldweg und den Wald zur Hauptstraße. Der eine Weg führt natürlich gleich über ein Silo, Abladen und Aufladen. Punkt ist noch nicht gesetzt. Ich werde aber gleich mal noch einen Kurs ergänzen, und zwar, dass wir nicht über den Hof fahren müssen. Das wird den Kollegen dann besonders freuen, dass er nicht einen weiten Weg Umweg fahren muss. Das stimmt, ja. Ja, das ist ja auch so ein Ding, wo man immer nach und nach ergänzen muss, ne? Dazu müsste ich mal was anderes machen. Und zwar muss ich vorm Silo schon ausholen. Und du brauchst ja nicht über mein Silo fahren. Könntest zwar, aber musst aber nicht, ne? Ich meine, du kannst dein Getreide immer bei mir abgeben, ne? Sonst habe ich kein Problem mit. Ich komme gerne auch mit dem Radlader und lade es dann bei mir rein, ne? Aber du hast doch kein Getreide, ne? Zurzeit noch nicht, ne? Das ist schon schade. Ich hätte mich dann sehr gefreut, wenn was bringt. So zwei Hänger voll, ne? So einen großen, ne? Das wäre was, ne? Ich komme an, das Lager ist voll oder ich muss verkaufen, ne? Das wäre richtig schön. Wie das eine Kasse dann klingeln könnte. So, jetzt haben wir das angeschlossen, denke mal. Diese bin ich mal ein bisschen gefahren mit Autoreifen, muss gleich Lohn zahlen. Der traut sich was. So, das wäre immer das. Den fahre ich mal eine Halle rein. Da wird man Gras mähen. Hauptsache schon gewachsen, du. Wehe nicht, du. So. Und wer macht auch nichts. Der Frontmäher ist von Pöttinger, ne? Der Rest nicht. Was hast du hinten für ein Mäher? Ich glaube Lilly oder sowas. Kuhn. Kuhn? Ja. Das geht gar nicht, ne? Ah, den verkaufen. Ja. Das geht gar nicht. Nein, nein, das geht nicht. Leider haben wir von Pöttinger recht wenig hier. Technik meine ich jetzt hier. Aber der ist billig. Verkauft 12.000. Ich habe auch noch einen coolen Schwatter. Ah, den verkaufe ich auch nicht. Schwatt muss ich so extra. Später, wenn ich im Händler bin, dann kann ich ja mal einen großen kaufen. Wenn ich eine größere Wiese habe. Aber noch bin ich ein armer Schlucker.
Bin ja gespannt, ob ich schon mähen kann. Ob es reif ist. Könnte kann ich das schon, aber ob schon geht. So. Das ist die Wiese 62, kann man sagen. Bodenbeschaffenheit, Feldfrüchte, mal Gras aktivieren. Ist noch grün, also ist ja okay. Er ist schon gelb, kann man schon mähen. Dann können wir näher gleich warten und dann gleich noch eine Ballenpresse besorgen. Ne? Schenkst du mir eine? Hast du eine? Ja. Ich habe keine. Dann hast du Pech. Aber Hof 3 war ja das vorhanden gewesen. Ist ja eigentlich für Kühe gedacht. Deswegen ist er doch da. So. Mal gucken, ob wir jetzt die Wiese jetzt schon als Feld haben. Ich glaube schon. Der Puma hat durchdrehende Reifen. Ah, muss ich mal nachschauen, danke. Bitte. Ich helfe doch gerne. So. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil mir der neue Fan so gut gefällt. Du kommst nicht runter vom Bock. Die Wiese ist gar nicht mal so klein. Aber wir müssen ja so endlich nochmal. So. Mal sehen, ich habe ja ein Stück schon planiert. Bei der Wiese ist das Problem, die Rundballen hauen alle ab. Aber das mit den Mähen, den Fehler hat er immer noch auf der Wiese. Dass er den Bereich mäht, aber das Gras plötzlich ganz woanders da ist. Ein großer Haufen. Ich werde auch später näher wieder die Wiese als überwiegend als Hof platzieren. Überwiegend. Mit Hallen und so. Habe ich gerade einen riesen Haufen gemacht mit Ballen, mit Gras. So, dann brauche ich eine Ballenpresse. Was haben wir da Schönes? Wir haben ja jetzt die schon von Strobert Own. Gras. Aber das war nicht optimal. Hat er sich festgefahren? Bei einem Baum, ja, und der Dünger ist gelaufen. Oh, das ist schlecht. Du hast mein Mitleid. Ja, wir haben das Krone-Dings da von Strobert Own mit drauf. Und man könnte theoretisch jetzt mit der großen Presse auch entsprechend Ballen pressen. Natürlich haben wir keine 390.000. So sind ja eine arme Sau. Geht zum Anfang nicht. Wir müssen zum Anfang eine Ballenpresse haben, wo wir auch gleich die Ballen wickeln können. Also das ist ganz wichtig. Und da ist, bietet sich eigentlich entweder die Glaspresse an oder die von Kuhn. Kuhn ist die, kostet 76.000 und die Glas müssen wir schauen. Glas kostet 78.000. Aber da ich die noch nicht gehabt habe bisher, nehme ich die mal. Und die kaufen wir uns auch. Ich würde jedem empfehlen, Folienfarbe eine helle zu nehmen, weil schwarz macht sich im Dunkeln äußerst schlecht. Also weiß ist schon optimal.
Pink wäre Geschmackssache, wer es mag, soll es tun. Ich persönlich bin eher. Jetzt torpediert einer durchdrehende Reifen, gell? Ja, ich glaube, mein Fahrzeug hier. Hm? Weil ich die Wiese damals schon bearbeitet habe mit. Ja, ja, genau. Ich war ja damals mit Terraforming so schlau und habe ja jetzt schon mal bearbeitet und nun habe ich das Problem, dass ich den Bereich ja nicht als Feld markiert habe. Aber ich werde ein bisschen tricksen. Ich werde da ein bisschen Angleichung vornehmen und zwar mit dem Terraforming-Programm. Oh, ein bisschen hier und Landschaftsbau. Da werden wir hier mal gucken, dass wir den Bereich wieder angehoben bekommen. Da müsste ich mal ganz kurz modellieren, das ist richtig. So. Dann machen wir den großen Rad, die großen Ballen und dann geht es hier mit. Da muss ich aber den Hilfsmenü anmachen. Anheben wäre äußerst fatal, also planieren wäre auch nicht gut. Angleichen eher, ne? Da kommt der mit besser klar, wenn das ein bisschen schräge ist. Wir werden das Gras gleich wieder ansehen. Dann gleichen wir das an. Dann ist das nicht ganz so dramatisch, wie es anheben müssten. Meine schöne. Ich wollte aber ein Gebäude bauen, ein Sägewerk. Und jetzt habe ich. Jetzt will ich Gras haben. Dazu muss ich ein bisschen angleichen. So. Und da wir ja ein bisschen Gras brauchen, können wir gleich mal Gras anpflanzen, ne? Das geht nämlich auch. Und da kann auch was mähen. Ich glaube, das ist aber erst Stufe 1. Aber wir mähen trotzdem mal Gras an. Ne? So schnell kann man gar nicht Gras sehen. Ne? Kostet leider Geld. Aber gut, das ist nicht anders. Ne? So. Ich kann kein Gras sehen. Ich sehe nur Bäume. Ach so. Ja, das ist. Mein Traktor umgefallen. Ja, er war eine Erde eingebacken. Ich hab's gerade gesehen, ja. Ich hab mir gedacht, was machst du da für Kunststücke? Ja, ich hatte ja den Boden ein bisschen angeglichen gehabt, aber der Traktor stand trotzdem noch rum. So, da müssen wir ganz kurz nachdenken. Hinten anschließen. Traktoren richten sie eigentlich ganz gleich wieder auf, wenn sie nichts dran haben. Und zum Glück macht das Mähwerk auch gleich. Dann können wir weiterarbeiten. Können wir zumindest das Teil mähen, wo das Gras gewachsen ist. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, bis dann. Tschüss. Tschüss.